Ein längeres Badevergnügen bei einer Temperatur von 21 Grad Celsius ist definitiv nicht gut für deine Gesundheit. Und eine Wassertemperatur von 10 Grad ist ein Albtraum. Wasser fühlt sich bei gleicher Temperatur viel kälter an als Luft. Die Passagiere der Titanic waren umgeben von Wasser, das eine Temperatur von minus 2 Grad hatte. Kannst du dir vorstellen, wie kalt das ist? Selbst der Eisberg, den die Titanic gerammt hatte, war wärmer. Du weißt, dass Meerwasser wegen des hohen Salzgehalts einen viel niedrigeren Gefrierpunkt hat. Aber stellen wir uns mal das andere Extrem vor, eine viel höhere Temperatur. Was wäre wohl passiert, wenn die Titanic in einem warmen Gewässer gesunken wäre, vielleicht um die 40 Grad? Das hätte theoretisch sogar passieren können, wenn eine warme Unterwasserströmung aus dem südlichen Teil des Ozeans auf das Wasser des Nordatlantiks getroffen wäre. Aber diese Wärme wäre nicht ausreichend für unser Gedankenspiel. Das Gebiet ist zu groß und die Temperatur ist nachts zu niedrig. Die warme Unterwasserströmung allein hätte für die Menschen, die über Bord gingen, keinen nennenswerten Unterschied gemacht. Aber wenn die Titanic zur richtigen Zeit an einer anderen Stelle gesunken wäre, hätten wahrscheinlich alle Menschen dank eines unglaublichen Naturphänomens gerettet werden können. Und jetzt alle an Bord. Wir legen ab zur Reise in ein Paralleluniversum. Es ist eine mondlose Nacht vom 14. zum 15. April. Die Titanic rammt einen Eisberg. Eiskaltes Wasser überflutet die unteren Decks. Der Kapitän sendet das Notsignal, aber das nächstgelegene Schiff, die Carpathia, ist 95 Kilometer von der sinkenden Titanic entfernt. Bei maximaler Geschwindigkeit bräuchte die Carpathia 4 Stunden zum Unglücksort. Das ist selbst in warmen tropischen Gewässern ziemlich lang, weil der Körper trotzdem Wärme verliert. Die Titanic beginnt zu sinken. Die Besatzung lässt die Rettungsboote zu Wasser, aber einige Passagiere springen über Bord. Das Schiff geht unter und es gibt keine Boote mehr. Du springst also auch ins Wasser. Es fühlt sich an, als wärst du in eine Wanne mit Eiswürfeln gestiegen. Das Wasser ist so kalt, dass du dich kaum bewegen kannst. Du kannst nicht mal schreien, weil du kaum genug Luft bekommst. Aber dann spürst du eine angenehme Wärme, die aus der Tiefe kommt. Die Wärme steigt über deine Knie und Taille und erreicht deinen Hals. Endlich hast du wieder Kontrolle über deine Muskeln und kannst tief durchatmen. Du realisierst, dass auch die anderen Passagiere diese Wärme spüren. Das Wasser wird schön heiß, das macht dich glücklich, aber schon im nächsten Moment wird deine Freude getrübt. Entsetzen macht sich breit, das Meer beginnt zu schäumen. Aber nicht wegen der hohen Temperatur, sondern weil scheinbar etwas vom Meeresboden aufsteigt. Du hörst ein schweres Geräusch, das aus der Tiefe kommt. Es ist nicht die sinkende Titanic, sondern etwas viel Größeres. Du siehst einen riesigen Eisberg in der Nähe. Er schmilzt und Stücke brechen ab. 1 Million Blasen blubbern an der Oberfläche. Dann spürst du, wie dich etwas am Bein berührt. Tausende von seltsamen, leichten Steinen steigen von unten auf. Darunter befinden sich auch größere Platten. Die Leute nutzen sie als Rettungsboote. Du kletterst auch auf eine dieser Platten und schaust zum Schiff. Es sinkt nicht, weil das Wasser sprudelt und das Schiff nach oben drückt. Du fischst einen kleinen Stein aus dem Wasser und dann verstehst du alles. Das ist Bimsstein. Direkt unter dem Schiff befindet sich ein Unterwasservulkan, der gerade eben erwacht ist. Tausende Tonnen Vulkangestein treiben an die Oberfläche. Wenn er ausbricht, gibt es gewaltige Erschütterungen. Das Magma erhitzt das Wasser und zerstört den Meeresboden. Aber an der Oberfläche bist du sicher. Der enorme Druck von den Millionen Liter Wasser unterdrückt die Kraft des Vulkans. Die geschmolzenen Gesteine der Erdkruste werden gegen den Meeresboden gepresst, nur der Bimsstein steigt an die Oberfläche. Und das ist der Grund dafür. Der obere Teil der Erde besteht aus festen Teilen, den tektonischen Platten. Diese Platten stoßen zusammen und teilen sich. Und wenn sich ein Teil vom anderen trennt, steigt sofort das Magma auf. Vulkane sind also instabile Bruchstellen. Wäre die Titanic über so eine Stelle während eines Ausbruchs gefahren, hätte man viel mehr Passagiere retten können. Aber zurück in unserem Paralleluniversum. Du siehst, dass die Titanic wieder zu sinken beginnt. Das Wasser blubbert nicht mehr, der Vulkan ist also erloschen. Und innerhalb von Sekunden wird das Meer wieder eiskalt. Aber zum Glück hast du dein Rettungsboot aus Bimsstein. Darauf kannst du warten, bis die Rettungskräfte eintreffen. Und jetzt stellen wir uns eine Situation vor, in der es keinen Unterwasservulkan und keinen Eisberg gibt. Eine Situation, in der das Wasser von Anfang an warm ist. Eine der Turbinen im Motorraum des Schiffes fällt aus.
Mehrere Rohre platzen wegen des erhöhten Drucks und ein Riss zieht sich am Schiffsrumpf entlang. Das Wasser flutet die unteren Decks und das Schiff sinkt. Die Passagiere werden über die Rettungsboote evakuiert. Alle sind relativ entspannt, denn die Nacht ist warm und niemand friert. Jeder Passagier hat eine Rettungsweste. Dann bricht das Schiff entzwei. Dir ist klar, dass du springen musst. Die Titanic taucht unter. Viele Passagiere sind vor Schreck über Bord gefallen. Sie sind in den dunklen Ozean eingetaucht, kommen aber sofort wieder an die Oberfläche. Panik und Chaos machen sich breit. Das Schiff verschwindet in der Dunkelheit. Und dann Stille. Ein paar Minuten vergehen. Dann realisierst du, dass es gar keinen Grund zur Panik gibt. Das Wasser ist warm. Fast alle Passagiere tragen eine Schwimmweste. Jemand treibt auf einem hölzernen Schiffswrack vorbei. Aber nach ein paar Stunden fühlt sich das Wasser nicht mehr so angenehm an. Das Wasser entzieht dem Körper Wärme. Um sich warm zu halten, schwimmen ein paar Leute im engen Kreis umeinander rum. So ist es durchaus möglich, noch ein paar Stunden auszuhalten, bis die Rettungskräfte da sind. Die Menschen in den Rettungsbooten fahren näher heran und nehmen diejenigen, die frieren, an Bord. Sie wechseln sich ab, 20 Minuten im Wasser, dann 20 Minuten im Boot. Wichtig dabei ist, sich nicht auszuziehen. Selbst ein nasses Outfit hält in diesem Fall den Körper warm. Es scheint, dass alle gerettet sind, aber dann schreit jemand. Eine junge Frau in einem Boot sieht erschrocken aus. Sie zittert vor Angst und zeigt mit dem Finger ins dunkle Meer. Du und die anderen versucht zu erspähen, was ihr Angst bereitet hat. Und dann seht ihr eine dreieckige Flosse. Eins, zwei, drei, es sind so viele. Der Lärm des sinkenden Schiffs hat eine Gruppe von Haien angelockt. Und jetzt umkreisen sie euch in der Hoffnung, etwas zwischen die Kiemen zu bekommen. Sie schwimmen langsam. Es sieht zwar nicht so aus, als würden sie gleich angreifen, aber du solltest sie trotzdem nicht aus dem Blick verlieren. Denn diese Fische gehören zu den aggressivsten und gefährlichsten Haien der Welt. Es sind Bullenhaie. Sie sind wendig, schnell und unberechenbar. Sie schwimmen eigentlich nicht in den Gewässern des Atlantiks, das ist ihnen viel zu kalt. Aber in unserem Paralleluniversum ist das Wasser perfekt für sie. Die Haie sehen stark und robust aus und sie erwecken gerne den Anschein, dass sie schwerfällig sind, wodurch sich ihre Beute entspannt. Übrigens werden sie Bullenhaie genannt, weil sie eine kurze, stumpfe Schnauze haben, so ähnlich wie die eines Bullen. Und damit schlagen sie gerne auf ihr Ziel ein, zum Beispiel auf andere Haie. Mehrere Haie rammen ein paar Boote. Jemand fällt ins Wasser, aber zum Glück ziehen ihn die anderen gleich wieder ins Boot. Die Haie werden aber nicht aufgeben. Jetzt brechen Chaos und Panik aus. Die Leute schreien. Mit den Paddeln spritzen sie das Wasser auf, um sie zu vertreiben. Das hilft natürlich nicht. Einer der Haie öffnet sein Maul und klammert sich mit seinen Zähnen an einem Boot fest. Und dann siehst du noch mehr Flossen, die näher kommen. Eine Gruppe weißer Haie gesellt sich zur Party. Auch sie gehören zu den gefährlichsten Tieren der Welt. Sie sind groß, stark und schnell und ihre 300 dreieckigen Zähne, die in mehreren Reihen angeordnet sind, sind messerscharf. Die weißen Haie schwimmen nun auch um die Boote herum und erschrecken die Bullenhaie. Du verlierst das Gleichgewicht und fällst ins Wasser. Eine große Flosse kommt direkt auf dich zu. Die Angst aktiviert deinen Überlebensinstinkt. Du versuchst dein Bestes, um vor dem Hai wegzuschwimmen. Das ist natürlich zwecklos, denn der Hai ist viel schneller und wird dich erwischen. Dein Fuß berührt die Nase des Hais und der andere Fuß gerät in sein Maul. Du schreist entsetzt auf, aber nach einer Sekunde lässt der Hai von dir ab. Du musst wissen, dass weiße Haie nur selten Menschen angreifen. Wenn, dann schnappen sie nur, um dich zu testen. Denn eigentlich sind Robben ihre Lieblingsbeute. Dieser Hai hat sein Interesse an dir verloren, weil du keine Robbe bist. Aber sollte der Hai Hunger haben, dann ist es ihm egal, was für eine Beute du bist. Aber du hast Glück, dass er nicht am Verhungern ist. Die anderen in den Booten haben auch nichts zu befürchten. Die weißen Haie werden sie nicht angreifen. Sie stoßen nur immer mal die Boote an, um zu testen, was sie sind. Der weiße Hai schwimmt von dir weg, aber dann taucht ein Bullenhai auf und der sieht aus, als hätte er Riesenhunger. Er schwimmt auf dich zu, öffnet sein Maul und ein lautes Schiffshorn dringt durch das Wasser. Das ist die RMS Carpathia, die zur Rettung gekommen ist. Die Haie schwimmen erschrocken davon und alle Passagiere werden gerettet. In unserem Originaluniversum war übrigens ein anderes Schiff in der Nähe, das die Passagiere viel früher hätte retten können. Aber das ist eine andere Geschichte.